wenn ich jetzt nochmal 14 wäre und etwas ändern könnte, würde ich wahrscheinlich mit 14 gerade meine TÜV-Prüfung machen, damit ich da etwas flexibler gewesen wäre und nicht so auf die ÖV oder auf die Eltern angewiesen. Und zudem habe ich in dieser Zeit Gitarre gespielt, was ich leider aufgegeben habe und was ich heute ein bisschen bereue, was ich jetzt eigentlich noch gerne würde können. Und ja, durch das ergibt sich für mich halt so ein bisschen, wie manchmal ein bisschen mehr Biss zu haben, mal etwas durchzuziehen. Und wenn man mal ein vielleicht das Tief hat und denkt, ich mag nicht in Nachhilfe oder eben irgendwie in einen Kurs gehen, für Gitarre spielen zum Beispiel, oder eben muss für die Töffelprüfung lernen. So zusätzliche Sachen, dass man halt das macht, weil nachher macht es halt umso mehr Freude. Franziska Köppel, Category Manager Assistant Beleuchtung mit GASA, Mikrogenossenschaftsbund. Ja, für mich ist es so, dass man wirklich nachher so ein Endprodukt sieht. Also wenn wir irgendwie für das arbeiten, wir sehen das nachher in den Filialen, wir sehen, die Leute haben Freude, wir sehen vielleicht auch Leute, die das neben die Hause haben, Kolleginnen und Kollegen, und Freude an diesen Produkten haben, das Filialpersonal. Und da ist eigentlich auch die Motivation, das freut einem natürlich dann, ja. Für mich persönlich jetzt hat es keine grossen Einschränkungen, da ich jetzt auch schon 5 Jahre jetzt bei der Migros arbeite und das Unternehmen kenne. Ich denke, wenn jemand neu anfängt, ist es sicher, Migros sehr komplex, hat sehr viele Abteilungen, sehr viele verschiedene Prozesse. Und da muss man sich sicher Zeit geben, bis man da angekommen ist, bis man so die Prozesse kennt, wo ist wer, wer hat was zu tun, wo ist welche Verantwortung. Ich denke, das könnte noch so eine Herausforderung sein. Oder auch vielleicht ein bisschen einschränkt, dass man da am Anfang ein bisschen Angst davor hat. Ich arbeite im Mikrogenossenschaftsbund. Das ist ein Handelsunternehmen, das wahrscheinlich jeder in der Schweiz so ein bisschen kennt. Da bin ich in der Migasa tätig. Wir haben hier verschiedene Fachmärkte und ich bin jetzt hier im Möbelbereich tätig, also genauer in der Beleuchtung. Wir sind ein Dreierteam und zudem betreue ich Lernende und ausbilde. Ich habe verschiedene Aufgabenbereiche. Das eine ist sicher, ich habe viel Administratives zu tun, wo ich die ganze Artikelpflege mache, Kontraktwesen, habe viele Lieferantenkontakt. Ich tue den Onlineshop betreuen, also einfach die Sachen aufladen, dort auch Artikel pflegen. Und zudem helfe ich auch mithelfen beim Katalog, der jährlich neu rauskommt. Und zudem helfe ich meiner Chefin, das Sortiment wieder neu gestalten und sie dort unterstützen. Je nach Projektphase stehen wir immer an einem anderen Punkt. Es kann sein, dass ich einen Tag wirklich mal Excel-Listen am Abfüllen bin, am Kontrollieren. Dann gibt es aber auch Tage, wo wir nicht im Büro sind, wo wir dann eben neue Artikel aussuchen, das Sortiment gestalten. Meistens fange ich so um die 8 Uhr an zu arbeiten, komme ins Büro. Es kann natürlich auch mal gibt's einen Tag, wo ein bisschen länger geht, wenn jetzt irgendwo eine Deadline ansteht, wo man muss durchhalten. Aber es ist immer etwas unterschiedlich. So kann ich eigentlich gar nicht so genau sagen, von dem bis dann mache ich das und von dem bis dann das. Es kommt auch ein bisschen darauf an, was noch für Kundenreklamationen reinkommen, was die Lieferanten brauchen und so weiter. Ich habe in Bremgarten im Aargau meine Sekundarschule besucht und dann habe ich dort die Lehre gemacht im Mikrogenossenschaftsbund, die 3 Jahre gegangen ist. Ich konnte in dieser Zeit verschiedene Abteilungen besuchen und so auch sehr schnell gemerkt, dass mir das Marketing sehr gut gefällt. Und jetzt bin ich seit dem September 2014 fest angestellt bei der Migasa. Ich denke, für meinen Job in dieser Position kann man für viele Wege dahin. Ich glaube, das gibt es nicht so einen bestimmten Weg, um seitdem man durchlaufen. Ich denke, sicher wichtig ist, dass man eine Grundausbildung hat, zum Beispiel eine kaufmännische oder eine Schule auf dieser Art gemacht hat. Dann sicher ist auch wichtig, dass man, wenn man weiterkommen im Marketing, dass man dann auch eine Weiterbildung macht. Also ich sage jetzt, ich mache jetzt dann bald mal die Markom, dass man da einfach wie einen Schritt weiterkommt. Sonst denke ich, ist es sicher von Vorteil, wenn man irgendwie eine Marketingerfahrung schon von vorher mitbringt. Also. Also ich sage, ich denke, man muss eher eine offene Person sein, muss auch können, kommunikativ ist sicher auch wichtig, dass man mit Leuten reden kann, mit Lieferanten auch verhandeln. Man darf sicher nicht zu schüch sein oder denken, wenn es gerade um Preise geht, sich nicht getrauen, dass man da anstehen kann vor Leuten und dass es ein bisschen selbstbewusst ist, ja, denke ich schon.